Ich habe wieder Pfeile. Das ist sehr gut. Dann, dann, dann. Schiffswerkstatt. Aha. Ein Opfer! Für Odin! Hi, guten Tag. Ich möchte gerne Sie duellieren. Danke, das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank für die interessante Kehrtwende des Gefechts. Oho, euer Anführer ist weg. Oh, die Musik. Oh. Ey, du hast mich gerade gehauen. Soll ich dir die Lunge rausschneiden? Ich frage für einen Freund. Ich liebe die, diese Musik. Ah, da ist jemand. Du wolltest gar nicht mich abschießen? Entschuldigung, dass ich dich dann töte. Aber man darf mich einfach nicht ignorieren. Das hasse ich. Ich mag aber auch keine Aufmerksamkeit haben. Ich gehe mal hier vorbei. Alter, hier sind ja noch ein paar. Rückfall? Kann ich das? Bist du fertig? Alter, ich habe... Aha! Au! Oh. Okay, ich wollte gerade den zu Sau machen, weil ich in der Zeit schon drei getötet habe. Aber dann hat der so einen Schlag gemacht. Und ich war echt begeistert. Jetzt hör auf, die zu schlagen! Bist du des Wahnsinns? Das sind meine Brüder und Schwestern im Geiste. So. Ah, hier. Puh, oh, der Arme. Oh. Oh. Irgendwie köpfe ich sehr gerne. Aber ich mache auch sehr gerne Headshots. Oh. Auf welchen Schwierigkeitsgrad bist du gerade? Auf Wikinger, also auf normal Standard Gedöns. Also letztes Mal haben wir ja auf schwer gespielt und da bin ich so ein, zweimal gestorben oder so, und darauf hatte ich jetzt keinen Bock. Da ist noch ein. Sehr schön. Ey, ich ziele gerade, ich bin beschäftigt. Du bist unhöflich. Oha, der hat gerade Abschaum gesagt. Da ist noch ein Bogenschütze irgendwo. Oh, guten Tag, der Herr. Echt? Sehe ich nicht. Da ist noch einer. Warte, wo? Da. Krass, die haben sehr viele Türme mit sehr guten Bogenschützen. Oh, die Musik. Oh Mann, ich heule gleich. Also das ist ein geiles Gefühl. Also Headshots machen richtig, richtig Spaß. Uiuiui, ui, ui, macht das Spaß. Pass auf.
Du machst mich kaputt? Alter, macht das Spaß. Wo soll ich denn dir hinfallen? Oh, der war wohl fast tot. Oh, die Musik. Da ist noch einer. Warte, hier war doch... Ah! Guten Tag, der Herr! Hier ist Battle Royale nur mit Wikingern. Ah, der ist schon fertig. Ich habe die ganze Zeit zwei Fähigkeitspunkte, aber... Oh, da ist ein Ausrufezeichen. Ey, wo kommst du denn her? Oh, du bist kleiner als ich dachte. Okay. Der war schlecht. Ich habe den aber wirklich ein bisschen größer gedacht. Oh! Die Leute können sterben. Ach, ist das cool und ich kann... Oh, okay, ich mag es. Danke dir, Evo. Du hast die Null verkauft. Okay, das macht echt einen krassen Unterschied, merke ich. Auf Berserker machen die ständig die roten Angriffe und viel öfters die gelben, ja. Habe ich mir auch schon gedacht. Headshots sind einfach Nummer 1. Allerdings finde ich es hier cool. Also könnte sein, dass es einfach nur noch Ansteiger-Ding ist. Dass die halt wirklich bei Headshots sterben. Das macht richtig Spaß. Warte, letztes Mal sind wir auf den Wolf gegangen, oder? Mit Fernkampf, Gesundheit, Wege des Wolfs, genau. Fernkampf, Widerstand. Ich wollte die Gesundheit haben, weil ich ja ein, zwei Mal gestorben bin. Schleichangriff, Wege des Rabens, Nahkampf, Leichtangriff. Nee, ich mache Fernkampf, weil das hat mich jetzt schon sehr überzeugt. Inventar. Da machen wir mal uns ein bisschen wärmer. Oh, was sage ich da wärmer? Wir machen es besser. Entschuldigung. Wandins Axt. Knochenweiße. Warte, ich mach mal zwei Äxte, ne? Das sieht ein bisschen cool aus. Und ist auch cooler. So, 15, 15, aber hier je geringer deine Gesundheit, desto mehr Rüstung habe ich. Das ist doch nice. Das ist gut. So. Wir haben, was wir wollten. Los jetzt! Haben wir? Was wollten wir denn? Ich wollte einfach nur... Ja, okay. Ich wollte einfach nur Spaß. Und den hatten wir. Touché. Gut. Oh, hier gibt's Essen. Yum, yum, yum. So. Ach, schön ist es doch hier. So. Wie komme ich denn da rein? War ich da schon drin? Nee, das war das andere. Hier war ich noch nirgendwo drin. Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen hier schauen. Ich will die Schnitzereien sehen und die interessante Innenarchitektur und mein Proviant ist voll. So, sehr schön. Wer hat da gepustet? Wer hat das Horn geblasen? Entschuldigung. Aber das heißt so. Das nennt man so. Da lag einfach 4 Silber auf dem Boden. Okay. Die haben wohl zu viel Silber. Oh, das muss so kalt sein. Wohin geht ihr denn? Was macht ihr denn? Wieso gehen die alle jetzt weg? Ich muss doch noch looten. Und da ist ein Kochtopf auf dem Fass am Steg.
Okay, und es hat noch gedampft. Okay. Ich renne die ganze Zeit und stolper hier rein und nichts. So, naja. Okay, warte, ich will mal kurz schauen. Sühnen, leite mich. So, gibt's hier noch irgendetwas? Nee. Doch, hinter mir. Hinter mir gibt's noch was. Und ich weiß aber auch schon was. Ist das etwa der Abort? Ich kletter mal runter und schau. Das hat sich ja schon wieder sehr gelohnt. Aber wieso tut man einen Bogen in eine Truhe rein? Also das verstehe ich nicht. Naja. Egal. Wir haben einen geilen Rekursprung. Den hole ich mir dann auch gleich. Den benutze ich dann auch gleich. Aber hier war irgendwo noch was Goldenes. Aber wo? Da ist ein Pferd. Ein weißes Pferd. Breite deine Flügel aus. Ah, ich bin dran vorbei. Ein weißes Pferd, hat das etwas zu bedeuten? Alle, die Game of Thrones kennen, bekommen jetzt einen Schreianfall, glaube ich. Der ist unter mir. Geht's da zum... Kann ich hier in irgendeinen Keller rein? Das ist das, ja, Sarah hatte den gleichen Gedanken. Da ist ein Brunnen, Tobi. Voller Steine, da kommst du aber nicht rein. Wer tut ein Brunnen voller Steine tun? Und wieso spreche ich jetzt so komisch Deutsch? Normalerweise spreche ich echt gepflogenes Hochdeutsch. genau, Tobi und ich teilen uns wieder eine Gehirnzelle. Dann schick sie mal wieder her, weil ich glaube, man hat schon gemerkt, dass ich jetzt keine Gehirnzelle mehr hatte. Wie komme ich da runter? Ich muss sehen, was du siehst. Ja, sieht er das? Siehst du das? Da geht's runter. Aber wie komme ich da runter? Dum, 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 dum. Du. Du. Da, da. Ah. Ich komme halt auch nicht ins Haus. Oder sagt bloß, die kann ich jetzt aufbrechen. Auf dem Dach war auch nichts. Hier sind auch nur ganz kleine Fensterlis. Ist hier irgendwas? Egal, das, ja, das ist nur Gold, das ist egal. Also wir sind so reich, wir können, apropos, wir sind so reich, wir können jetzt mal den Bogen holen. Du findest den Weg schon. Angriff wird bei voller Gesundheit erhöht. Vielen Dank. Ich finde den Weg. Ich finde den Weg. Bist du dir sicher? Ich meine, ich bin der Tobi. Ich sehe vor lauter Tellern das Essen nicht auf dem Tisch. Also. Wenn oben und Seite nicht gehen, geheimen Tunnel, ja.
Der Tunnel. Ah, vielleicht da vorne. Da vorne geht's ja runter. Und hier geht's zum Plündern und da vorne geht's runter. Und vielleicht. Aber da war doch nur ein Weg, oder? Ich hätte, ja, warte mal, ehrlich gesagt, checke ich den gerade nicht sauber. Warte, schick mir mal die geheime Zutat, nämlich die Gehirnzelle. Okay, wo, warte, hier müsste eine geheime Tür sein. Verdammt, ich graf mich einfach dahin. Na gut. Ja, natürlich. Sorry. So dumm. Ah, natürlich. Vielleicht hat wirklich das Pferd was damit zu tun. So. Kann ich da rein? Ein geheimer Tunnel. Ich komme echt nicht drauf. Leute! Die auf dem Schiff werden sich jetzt auch denken, was macht die denn da? Okay, was schon komisch ist, hier ist so viel Rauch. Hier unter dem Ding muss der sein. Nein. Ich bin auch nicht reingekommen, glaube ich. Wieso sagst du denn, ich soll weitersuchen? Ach so. Ich verfackel hier jetzt alles. Cool, es brennt. Open. Entschuldigung, das war ein bisschen krasser Zoom. Öffne die Tür. Öffne die Tür. Mach die Tür auf. Öffne dich. Die sind einfach weg. Ich mach an die Tür und rufe FBI auf. Vielleicht gibt es einen Unterwassertunnel. Ja, aber das Wasser ist doch Eintopf. Ich bin hungrig, sorry. Aber das Wasser ist doch so seicht. Was soll's da denn? Stopp. Ich suche den. Oh. Stopp. Komm, ich suche den Tunnel. Ich will den Tunnel sehen. Wo ist der schöne Tunnel? Ah, wisst ihr was? Das Item kann nicht so wichtig sein, dass ich jetzt die ganze Zeit hier rumsuche. Ich gebe auf. Kein Plunder, doch, aber der ist voller Steine. Vielleicht sind die Steine aus Pappmaché und ich muss die anzünden. Ah, doch nicht. Gut, egal. Vielleicht komme ich später nochmal hierher. Entschuldigung, Jungs, ich musste kurz auf Klo. Das war ein bisschen ärgerlich, aber ihr konntet euch ja schöne Geschichten hier erzählen. Hey, das ist nicht lustig. Jeder muss mal auf Klo.
Mann, lach doch nicht so doof. Dafür lasse ich euch jetzt rudern bis zum Umfallen. Höchst verdächtig. Hier müssen wir an die Ruder. Brutaler als zuvor. Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Warum sollte er jetzt nachlassen? Du brennst sofort. In diesem Gewässer müssen wir rudern. Das Segel ist jetzt bereit. Mir die Eier dran wärmen. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur acht, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein. Naja, gerade steht. Nee, stimmt, ich stehe nicht allein. Der lehnt sich auch ans Ruder. Tja. Entschuldigung, ihr müsst einfach rudern. Ihr habt mich auch ausgelacht. Eine Dame, die an einer sehr schönen Schnitzerei gerade steht. Die Schnitzerei ist echt schön. Hm. Ja, doch. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich schau mal kurz auf die Karte, weil ich glaube, wir fahren richtig. Richtig. Warte, das ist total. Also, unschuldig. Unlogisch, dass deine Leute nicht plündern gehen. So, ja, doch, ich bin richtig, ich muss dahin. Tja, nächstes Mal fangt ihr nicht an zu lachen, ja? Bin da sehr empfindlich. So. Ah, aber die Quest heißt Seglerheim nach. Okay, dann seid ihr seid froh, dass die Quest so heißt. König Styrbjörn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Sind wir? Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Ja. Aber dieses türkisene. Was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kyotis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Drell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte es ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Ich finde das Türkis, ne? Darf ich jetzt? Banner voll schön. Und die türkisnen Schilde und so. Ja, sehr, sehr, sehr schön. So, jetzt mache ich mich mal. Auf in den Hafen! Ja, doch, noch nicht. Neues Gebiet hier gefunden. Sehr schön. Ja, soweit waren wir letztes Mal. Beziehungsweise letztes Mal haben wir noch das eine Spiel da gespielt und dann musste ich abbrechen. Also gleich betreten wir Neuland. Die Lehrerin der Raben kehrt zurück und nicht mal halb tot. Gut doch. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre. Außer, dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht. Obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kyotvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Nach so vielen Jahren. Du
Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte, seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Gefühle. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Sehr schön. So. Eivor! Schlossenhaus. Willkommen zu Hause. Es ruckelt. Bei mir ist es clean. Hast du einen Schätze mitgebracht? Okay. Mein Boot kam mit der ganzen Mannschaft zurück. Das ist mehr wert als Silber. Das zählt nicht. Du brauchst Silber und Juwelen. Ich habe Kohle bekommen. Kohlebarren. Still, Holk. Woher willst du das wissen? Du warst noch nie plündern. Sei du doch still. Hm.